Welcome back to another German Food Review and it's chips time. Crunch Chips by Lorenz Snack World. And look at this, two sides here. What does that mean? Look at this chip here. Flat on one side and X cut on the other side. Very interesting. And look at this flavor, salt and butter. Butter. Yeah, first time for me that I see chips with butter. Sounds very interesting. Price? Oh, I don't know. Let me check that. Is this the bill? That's the bill. €1.79. Yeah. Crunch Chips is the standard price, but for 200 grams usually, and this is 140, so yeah, it's quite expensive. I guess there's English on it. The double cut. Yeah, you can read it. but I want to see the butter. Don't see it. There's butter. Butter extract. Powder. Okay. And it may contain gluten. Okay. Calories, very high, I think. Yes, 560. That's very high. And I guess a lot of fat. Is this fat? It is fat, yeah. Nearly 40% fat. Yeah, it was butter extract and deep fried. A little bit of protein and yeah, not too extreme in salt for chips. Let's open it. Let's take a look at one. X cut. Flat, yeah, that's interesting. definitely nice. Tastes like butter. Yeah, interesting. It's not super strong. But definitely tastes like butter. Or let me try it again. No, it's a little nutty. Okay. Yeah, there's a little bit of butter in it, I think. But it's not very salty. Maybe more salt. I mean, they say salt, and it isn't really salty. So, but it's buttery a little bit. Yeah, and very crunchy. Nice mouth feeling. No, it's sour. Why is it sour? Oh, what the hell? Okay, now the butter flavor is gone. Tastes just like chips. Let's try it again. Here we go. In the beginning it was nice, now it's just a chip. But a nice chip, very crunchy. Yeah. Maybe a little more flavor. Maybe a little more butter or so, I don't know. But it's, yeah, it's a thumbs up for this here. Not bad, and I like it. Yeah, and a nice chip.
Thanks for watching. I continue in German. So, es gibt Chips von Lorenz Snack World. Und zwar Crunchips. Two Sides. Und ich habe zuerst nur Two Sides gesehen und habe mir überlegt, was soll denn das sein? Zwei Geschmäcker auf verschiedenen Seiten. Könnte sogar passen, ist es aber nicht. Das ist einmal X, Kut und einmal Flat. Ja. Sieht interessant aus. Zeigen wir euch mal zuerst. Hier ist ein großer. Das sieht aus wie ein normaler Chip. Und hier ist es geriffelt. Und was auch hier richtig gut ist, die sind richtig schön knusprig. Nicht so wie die normale Standardchips, sondern die sind hier irgendwie ein bisschen besser. Richtig schön fest. Aber 1,79 Euro im Edeka. 140 Gramm, das ist nicht so günstig. Geschmack ist Salz und Butter. Und ich habe noch nie vorher Butter gesehen. Natürlich als Geschmack für Chips. Das ist hier drin. Zweifach geriffelt und gelatscht geschnittene Kartoffelchips mit Salz- und Buttergeschmack. Da ist Butterextraktpulver drin. Davon bitte etwas mehr. Bitte. Danke. Kann auch Gluten enthalten. So. Sehr hoch in den Kalorien, 560. Fast 40 Gramm Fett. Und 2,2 Gramm Salz. Ich weiß nicht, das könnte ein bisschen höher sein. Ja, dafür, für so ein Produkt kann es nicht höher sein, denn da steht Salz drauf, also sollte es schon noch salzig sein. Kosten normal. Packen wir mal ein paar aus. Hier ist es. Und ja, sieht lustig aus. Ja, und jetzt schmeckt es wieder nach Butter. Es schmeckt irgendwie leicht nach Butter, glaube ich. Ja, aber es ist nicht salzig genug, glaube ich, für mich. Ich würde es gern salziger haben oder größere Körner oder so. Aber da ist so ein Hauch von Butter drin. Das gefällt mir. Gibt nur ein Problem, wenn man davon mehrere isst, ist der Geschmack schnell weg. Und dann schmeckt es wie ein normaler Chip, wie ein Riffelchip. Ja, das ist das einzige Problem da dran. Aber wenn man wieder kurz wartet, dann schmeckt es wieder nach Butter. Ja, sehr schön. Aber es könnte irgendwie mehr salzig sein. Ich weiß nicht, es schmeckt nicht nach 2,2 Gramm Salz. Ist irgendwie nicht wirklich salzig. Keine Ahnung, habe ich eine schlechte Tüte erwischt? Ich nehme mal einen von ganz unten, here we go. Schmeckt genauso. Ja, etwas mehr Salz vielleicht. Und eventuell etwas mehr Butter, Pulver, Extrakt oder was das war. Ansonsten ist es trotzdem schon ganz gut. Aber ist jetzt nicht der super Oberhammer, schmeckt aber trotzdem lecker. Ist aber nicht so, dass man die jetzt, dass ich jetzt gleich wieder rausgehe und sage, davon muss ich noch eine Tüte haben. Aber wenn ich mal auf was Buttriges Lust hätte, ist das hier schon was Gutes. Deshalb bekommt es auch einen Daumen oben. Okay, jetzt ist es salzig. Warum ist es jetzt salzig? Wenn was auch sauer. Ich weiß auch nicht genau. Vielleicht ist hier was schief gegangen. Ich meine, was Saures sollte hier eigentlich nicht drin sein. Egal, kann man essen. Da gab es auch noch mehr Aromen. Sour Cream und noch irgendwas und noch irgendwie einen Geschmack. Aber Salz und Butter klang am besten. Gab es leider nichts mit Essig, glaube ich. Ja, Essigchips mag ich ganz gern. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.